Freunde? Häufig gestellte Fragen? In der Stahlwerkstatt? Kurz und schmerzlos. Heute Nahtarten. Die Anordnung von Blechen oder Rohren zueinander in einer ganz bestimmten vorbereiteten Form. Beginnen wir mit dem Stumpfstoß. Der Stumpfstoß hat zwei Bleche, die auf einer Ebene zueinander ausgerichtet sind. Die Kehlnaht hat zwei rechtwinklig zueinander ausgerichtete Bleche. Ein weiterer Hauptunterschied zwischen diesen beiden Nähten ist, dass wir bei der Kehlnaht einen bestimmten Bereich als Einbrand haben und somit nicht voll anschließen. Selbst wenn wir eine doppelseitig geschweißte Kehlnaht haben, dann bleibt immer unaufgeschmolzenes Material übrig. Das bedeutet, die Kehlnaht ist kein Vollanschluss. Die V-Naht ist ein Vollanschluss. Vollanschluss bedeutet, dass die Blechdicke in ihrer kompletten Wandstärke voll mit der gegenüberliegenden Seite angeschlossen ist. Sauber eingezeichnet, der Vollanschluss hier Stumpfstoß in Version einer V-Naht. Das sind die beiden verschiedenen Nahtarten. Gibt es von den beiden Kollegen ein paar mehr? Ja, es gibt eine ganze Litanei. Die häufigsten gehen wir heute mal durch. Beispielsweise, um bei der Kehlnaht mal zu bleiben, gibt es den Doppel-T-Stoß. Sieht aus wie ein Kreuz, absolut gängig. Ein Blech in der Mitte, zwei Bleche gehen ab. Klassiker. Die I-Naht, zwei Bleche abgeschnitten, stumpf zusammen. Die halbe V-Naht, an der nur eine der beiden Bleche angefasst werden, gibt es auch in einer spezielleren Form. Schauen wir uns gleich nochmal an. Und die X-Naht bzw. Doppel-V-Naht, V von unten, V von oben, alles Vollanschlüsse und alles Stumpfstöße. Das sind noch lange, lange nicht alle, nur die gängigsten. Wenn wir uns jetzt einmal die I-Naht anschauen, dann werden wir merken, dass, wir nehmen als Beispiel ein 8 mm starkes Blech, ein 8 mm starkes Blech werde ich, egal in welchem Verfahren, nicht mit einer Lage durchschweißen können. Auch mit 200 Ampere würde ich hier unten nicht ankommen und sauber gewährleisten, dass ich eine Wurzel bekomme, insofern ich nur von einer Seite schweißen kann. Also ist die I-Naht begrenzt in der Blechdicke. In der Regel sind das so maximal 2 mm. Bisschen rauf, bisschen runter. Halbe V-Naht, wo kommt die zum Tragen? Hier ist die Blechdicke tatsächlich deutlich variabler. Das kann ein 2 mm Blech sein, das kann aber auch ein 20 mm Blech sein. Ich komme allerdings nur von einer Seite dran, und zwar von der geöffneten Seite. Dann haben wir noch einen Vollanschluss an der Tafel, das ist die doppelte V-Naht oder die X-Naht. Blechdicke ist hier fast frei variabel. Nach oben gibt es immer bessere Nahtformen, die man wählen kann als die X-Naht. Was wir aber hier haben, ist als Beispiel eine Materialdicke von 20 mm, aber auch, ganz wichtig, die Möglichkeit von beiden Seiten zu schweißen. Also für den Hausgebrauch, das wichtig, Hausgebrauch. Das, ja, ambitioniert. Auch das ist möglich, allerdings, wie ich finde, in einer anderen Anordnung. Die gucken wir uns jetzt mal an. Denn da ist die X-Naht gegenüber der V-Naht tatsächlich ganz im Vorteil, denn die braucht deutlich weniger Zusatzwerkstoff. In Grün die V-Naht und in Weiß unsere X-Naht. Die Fläche des grünen Dreiecks ist bedeutend größer als die beiden Flächen der zwei Dreiecke, die sich bei einer X-Naht ergeben. Wir haben bei der X-Naht einfach weniger Schweißgut. Ganz viel noch eingezeichnet. Eckstoß, dieses Blech und dieses Blech. Ja, 90 Grad zueinander,
und wird an der Ecke verschweißt. Eckstoß kann auch ein Vollanschluss sein. Und zwar dann, wenn ich die Schweißnaht, die ich hier auftrage, wenn sie bis unten durchgeht und ich eine Wurzel geschweißt habe und das natürlich über die gesamte Länge des Bleches, ist das über einen Eckstoß auch voll angeschlossen. 2 mm, 2 mm. Funktioniert, Wurzel kommt, Eckstoß, Vollanschluss. Weitere Stoßart, überlappend. Zwei Bleche liegen aufeinander, Schweißnaht rein, Überlappstoß, fertig. Wir hatten eben ganz kurz HV-Naht. Eine HV-Naht kann auch so aussehen. Wir haben ein V in der Hälfte geteilt. Was ich jetzt hier eingezeichnet habe, ist ein wenig Luftspalt zwischen Werkstück A und Werkstück B. Jetzt sieht das aus wie eine Kehlnahtanordnung. Ist das eine Kehlnaht? Für mich ist das keine Kehlnaht. Für mich ist die HV-Naht in dieser Version tatsächlich ein Vollanschluss. Warum? Weil Zusatz kommt von hier, Brenner kommt von hier. Ich schweiße mir hier eine Wurzel rein und lege die dann voll. Und was ich dann habe, ist ein über den gesamten Querschnitt angeschlossenes Blech. Somit Vollanschluss, somit Stumpfstoß. Das ist ein Stumpfstoß. Das muss auch nicht nur ein Blech sein. Das kann auch die Hälfte eines Rohres sein. Bedeutet Rohr. Rohr wird auf Wand aufgeschweißt. Durch den Vollanschluss also der ganz klare Unterschied zur Kehlnaht. Ich habe es hier unten nochmal aufgemalt. Die Wandstärke des Rohres gerade abgeschnitten auf eine Fläche drauf. Wie ganz am Anfang der Sendung gesagt, die Kehlnähte. Hier kommt eine Kehlnaht rein, die nicht über die gesamte Wanddicke aufgeschmolzen ist und somit ist das der Hauptunterschied zu dem Vollanschluss. So, einige haben wir gesehen. I-Stoß, HV, X, Vorbereitung und so weiter. Und wir werden in dieses Thema auch nochmal einsteigen und schauen uns dann auch mal so ein bisschen die Schweißnaht-Vorbereitung an. So, 5 Minuten sind um. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mitnehmen. Wir sehen uns wie immer in der nächsten.